Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Das ist jetzt fast schon absurd, denn ich habe hier quasi ein Fullface Chantecaille auf dem Tisch liegen. Aber wir gucken mal, was die Sachen so in ihrer Komplexität zu bieten haben. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Das sind alles Sachen, die ich nach und nach mir gekauft habe, die auch schon teilweise eine Weile in meiner Sammlung sind, die ich in einem Sale ergattert habe, die ich in PR irgendwie bekommen habe oder durch irgendwelche Goodie-Geschichten oder sonst irgendwas. Also mir wächst das auch nicht aus dem Poppes, das sage ich euch. Ne? Wir schauen jetzt einfach mal so ein bisschen, was das so drauf hat, denn ja, es ist schon krass. Muss man so viel Geld für Make-up ausgeben? Keine Ahnung. Ich sage ja immer, die Mischung macht's, ne? Also dass man halt wirklich zusieht, dass es einem einfach damit, was man sich ins Gesicht aufträgt und was man verwendet, gut geht, weil es soll Spaß machen. Ich hatte in so einer Goodie-Bag, als ich bei Niche Beauty was bestellt habe, so ein paar Produkte mit dabei. Zum Beispiel hier diese La Creme Riche Anti-Age. Ist das die? Genau, das ist das Augenprodukt. Da sind 5 Milliliter drin, wenn ich das richtig sehe. Ich habe zwar schon so ein bisschen Hautpflege drauf, aber das wird jetzt quasi auch mein Primer. Hier würde ich jetzt auch nicht viel von verwenden. Das ganz, ganz vorsichtig einarbeiten. Man bekommt auch gute Hautpflege, natürlich in der Drogerie. Man bekommt auch gute Hautpflege, zum Beispiel bei Dalton. Aber man muss halt immer gucken, was sind da für Inhaltsstoffe drin und lohnt sich das halt für einen. Ne? Denn Hautpflege ist eigentlich immer so, dass man einfach gucken soll, ob das individuell für die eigenen Bedürfnisse richtig ist. Manchmal ist es dann halt auch ein bisschen frech von der Haut, wenn die auf richtig teure Sachen abfährt. Also da gibt es auch ein paar Augencremes oder Hautcremes, die ich verwende oder die ich schon mal verwendet habe, die einfach so teuer sind, das ist echt frech. Die ist auch leicht parfümiert, kann man nicht anders sagen. Und ich merke sie auch gerade auf den Augen. Hier habe ich das Stress Repair Concentrate Plus mit 3 Millilitern. Das ist jetzt auch nicht die Welt, ne? Die fühlt sich aber super, super angenehm an, weil die so schön reichhaltig ist. Jetzt kommen wir mal ins Eingemachte. Manche dieser Produkte habt ihr auch schon bei mir in Schminkies gesehen. Hier bin ich jetzt mal ein bisschen gespannt drauf. Ein bisschen, ja, ihr seht jetzt auch, die Sonne kommt raus, ne? Ein ganz, ganz kleines bisschen Bräune hat meine Haut schon abbekommen. Da habe ich hier die Foundation Future Skin in der Farbe Alabaster. Eine Oil-Free Gel Foundation. Und als ich die in meiner First Impression verwendet habe, mochte ich die auch. Das ist halt auch wirklich eine, ja, von der Farbe her, ne, etwas schwierige Geschichte, aber wir gucken einfach mal. Wie gesagt, ich bin jetzt ja ein ganz kleines bisschen schon im Garten gewesen, habe ein bisschen gearbeitet draußen, ne. Und dann ist die Frage, braucht man für so eine leichte Deckkraft so eine teure Foundation? Keine Ahnung. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was euer teuerstes entweder Pflegeprodukt oder Schminkprodukt ist. Das würde mich echt mal interessieren, was ihr so für Schätze in eurer Sammlung habt. Ja, wie gesagt, also das ist eine schöne Foundation. Ne? Oh, ihr seht das gerade richtig gut im Tageslicht. Das ist ja auch selten hier mal auf YouTube, ne? Dass man das alles so bekommt. ungefiltert. Wie gesagt, eine schöne Foundation. Es ist für mich eher eine getönte Tagescreme von der Farbe her. Und ja. Also von der Deckkraft her, ne? Weil ich sehe Muttermale durchscheinen, ich sehe Sommersprossen durchkommen, ich sehe Rötungen rauskommen. Ist halt eher so fürs Gefühl. Deswegen vielleicht noch ein kleines bisschen aufbauen. Bringt nicht so viel. Also wenn ihr die Produkte nachshoppen wollt, könnt ihr das gerne bei Look Fantastic mit Claudi Welt machen. Da bekommt ihr nämlich tatsächlich auf Chantecaille-Produkte auch den maximalen Rabatt. Also das finde ich auch ziemlich abgefahren. Der Code ist nur für euch. Solltet ihr über die Links in der Infobox gehen, supportet ihr mich, ne? Da gibt es aber nicht alle Produkte, manche gibt es auch woanders. Die Produkte, ja, ergänzen, ne? Sachen verwende ich einfach so aus meiner Sammlung. Zum Beispiel hier von Max Factor der Multi Perfecta. Das ist ein Concealer in der Farbe 1N. Weil ich habe mir natürlich nicht alles von Chantecaille gekauft. Ne? Dann hätte ich mein Haus und Hof wahrscheinlich verkaufen müssen für. Also ich habe jetzt ja nicht so eine super krasse Base oder so, die ich jetzt intensiv abpudern müsste. Ja, das mit der Sonne ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, weil die Lichtverhältnisse etwas spinnen. Aber ich denke, dass es für euch als Base-Review eigentlich sogar besser ist, wenn ich das jetzt auch so lasse. Ne? Dann ist der Hintergrund halt ein bisschen dunkler. Wir kommen damit klar, hoffe ich. Ich habe jetzt hier ein Puder. Und zwar ist es eigentlich nur ein ja, so ein Perfecting Powder. Das Lotus Perfect Blur Glow Powder ist es nämlich. Das ja, gibt es auch noch als Highlighter. Aber ich habe jetzt hier einfach dieses hier. Das ist eigentlich, wie gesagt, ein Finishing Powder. Weniger zum richtig Abpudern oder so. Mal gucken, ob das hier jetzt schafft, dass meine Base trotzdem gesettet wird. Was ich mir gut vorstellen kann, ihr seht, ich habe es ja auch schon ein paar Mal verwendet, dass wenn ich jetzt so ein Puffelding nehme und mir davon was aufnehme
Und das, ich arbeite das nicht in meine Hand ein. Nee, dafür ist es zu teuer. Und mir das jetzt mal so damit auch auftrage, dass man damit auf jeden Fall was Gutes hinbekommt. Weil das ist halt sehr, sehr intensiv in dem Pfändchen. Also das ist sehr hart, ne? Sehr hart gepresst, dass du halt nicht zu viel Produkt aufnehmen kannst. Aber ich glaube, auf diese ganz klassische Art und Weise von Puderauftrag, weil das ist es ja damals immer schon gewesen, ne? Mit Puffelding in ein Puder reingehen, mit einer Puderquaste und dann aufs Gesicht auftragen, kann ich hier mein Gesicht auf jeden Fall schon mal ordentlich setten. Ich fühle mich aber ehrlich gesagt mehr als schlecht, dass ich gerade so viel Produkt davon verwende. Aber es fühlt sich bislang alles sehr leicht auf der Haut an. Auch wenn die Foundation und auch die Cremes, ne, ja, sehr reichhaltig waren, habe ich ein super, super angenehm gepflegtes Hautgefühl. Und es tut mir unheimlich leid, das zu sagen. Aber das Puder ist wirklich fantastisch. Ja, mit einer gesetteten Base und einem wirklich super, super gesund aussehenden Gesicht jetzt dadurch auch. Ne, weil es mattiert ja nicht wirklich. Es gibt auch wirklich einen schönen Glow. Machen wir jetzt weiter mit unserem Schminki. Und da habe ich einen Bronzer, der eigentlich kein Bronzer ist. Das ist eigentlich ein sehr dunkles Puder. Aber ich habe den auch schon als Bronzer verwendet und kann wirklich sagen, das funktioniert gut. Das ist das Flower Power Perfect Blur Finishing Powder. Ich habe das nämlich in der Farbe Medium Deep. Und das war halt diese Flower Power Limited Edition, wo man auch hier, oder ist es, ne, wo man hier diese dreidimensionalen, fühlbaren Blumen drauf hat. Ich finde es wunderschön. Und auch von innen, ne? Diese Mandala-Optik ist echt hübsch. Und dadurch, dass es halt so eine dunkle Farbe ist, war das halt auch krass reduziert, ne? So, auch hier It Cosmetics Pinsel, den lade ich ordentlich auf, weil das ist natürlich eher ein Puder, also ein Finishing-Puder und dementsprechend auch, wie das andere auch, recht fest gepresst. Aber es funktioniert irre gut. Also das hatte ich jetzt in der First Impression letztens in einem Video schon gemacht und dann auch nochmal in meinem Alltag. Ich muss sagen, das ist halt eine Art von Bronzer, der mir richtig gut gefällt. Auch wenn es ja eigentlich kein Bronzer ist, ne? Aber der ist so... Der passt halt zu meinem Ton sehr gut. Das vielleicht als kleiner Tipp am Rande, dass man dann einfach mal so Produkte zweckentfremdet. Da habe ich euch auch schon mal ein Video, ich glaube, bei Pflegeprodukten so ein bisschen gedreht. So, hier habe ich jetzt einen Blush und zwar ist das der Wild Meadows Blush in der Farbe Anemone. Und so schaut der aus. Das ist schon hübsch, ne? Und du hast bei manchen dieser Produktreihen auch das Ding, dass du irgendwelche sozialen Projekte mit unterstützt. Das ist natürlich total nice und macht die Marke auch ein Stück weit aus. Du hast ja wirklich kein großes Produkt drin, ne? Das ist uns allen dann auch irgendwie bewusst, glaube ich. Und auch hier ein festgepresstes Produkt. Das Positive ist halt wirklich, wenn ich mit dem Pinsel reingehe, die Hälfte geht nicht daneben. Du kriegst es wirklich auf den Pinsel drauf. Und dann kommt das so auf mein Gesicht. Das ist halt auch sehr subtil, trotzdem aber sehr schön. Ich habe auch andere oder einen anderen Blush mit so einer Koralle. Den finde ich auch sehr, sehr schön. Und der ist ein bisschen pudriger. Das heißt, da geht ein bisschen mehr daneben. Der hier ist sehr, sehr fest gepresst. Der hat aber auch noch dieses Seidenglanzfinish am Start, ne? Schlecht ist er nicht. Der gibt eine schöne Frische. Da brauchst du keinen Highlighter, weil der halt diesen Glow auch mit dabei hat. Aber es ist kein Blushlighter in dem Sinne. Ich mag den. Meine Haut sieht einfach fantastisch aus. Ihr seht das gleich, wenn ich mit euch zusammen den Lidschattenlook mache. Vorher mache ich mir aber die Augenbrauen. Da habe ich safe nichts von Chantecaille mir gekauft, weil... Ne? Nee. Was ich mir aber halbwegs günstig im Sale schießen konnte, ist hier eine Lidschattenpalette, ein Quattro Wild Meadows Eye Quartet. So schaut das Packaging aus. Das ist hübsch, ne? Also ich weiß nicht, ich bin eigentlich nicht so ein Fan von diesen super realistischen Geschichten drauf. Also auch hier zum Beispiel, ne? Da bin ich tatsächlich eher bei sowas. Das spricht mein Herz halt volle Elle an, auch wenn das vielleicht eher kitschiger aussieht. Und ja, genau. Das ist halt einfach so meine Meinung, ne? Und hier haben wir 4 verschiedene Farben, die wir alle sicherlich auch schon in irgendwelchen Paletten drin haben. Gar keine Frage. Und ja, das sind halt einfach normale Farben. 3 Schimmertöne, beziehungsweise 2 richtige Schimmertöne. Der hier und der hier sind Schimmertöne und der ist quasi schimmernd. Und ein matter Ton, ne? Nichts super Aufregendes. Mal gucken, wie die jetzt auf den Augen performen. Ich glaube, ich halte es auch relativ minimalistisch heute mit dem Augen-Make-up und starte dafür hier mit dem matten Ton, der hier in der Palette drin ist. Ja, die haben nicht mal Namen, das ist abgefahren, ne? Ich habe jetzt hier so einen Pinsel von Sigma, ist das so ein Eyeliner-Pinsel. Damit ziehe ich mir nämlich jetzt auch einen Eyeliner. Mal gucken, ob das funktioniert, der ordentlich genug pigmentiert ist. Nee, ich glaube nicht.
Ich glaube, da muss ich doch einen anderen Eyeliner-Pinsel für nehmen, ne? So einen ganz klassischen. Was ich aber mit diesem Pinsel, glaube ich, ganz gut machen kann, ist dann quasi den Ton hier so ein bisschen zu diffusen. Also, dass ich halt schon so eine Eyeliner-Linie habe, ne? Also nach unten hin, aber nach oben hin darf das gerne dann so ein bisschen... Eigentlich hätte ich mir einen Klebestreifen-Look machen können. Egal. Nö, das geht einfach mit einem anderen Pinsel, glaube ich, etwas einfacher. Genau, weil ich kann damit dann großflächiger arbeiten. Ach, guck, und der trägt auch viel besser das Produkt auf. Okay. Nee, das war eine blöde Idee. Ich mache es einfach klassisch. Am unteren Wimpernkranz habe ich mir ein bisschen was aufgetragen. Und hier außen. Und dann blende ich das leicht in die Lidfalte. Alles andere sieht komisch aus. Und auf diese sehr klassische Art und Weise lässt sich dieser Ton auch sehr gut auftragen. Also da, ne? Es ist halt einfach ein ganz normaler, dunkelbrauner, matter Ton. Dann nehme ich mir hier diesen seidenmatten Rosaton auch auf. Und den setze ich mir, ich glaube, auf mein bewegliches Lid. Ich bin mir noch nicht ganz so sicher, aber ich glaube schon. Auch so ein bisschen noch an der Lidfalte entlang, um das vielleicht so ein bisschen aufzuhellen. Weil noch sieht mir das alles sehr dunkel aus. Der hat doch etwas mehr Schimmer mit drin, als ich anfangs gedacht habe, muss ich sagen. Ja, und jetzt mache ich es auch relativ simpel und nehme mir hier diesen Grauton, den Grauschimmerton auf. Der sieht wirklich sehr, sehr edel aus, muss ich sagen, ne? Und den setze ich mir jetzt mit dem Finger nochmal hier so drüber irgendwie. Das geht gut. Ja, der hält das Ganze noch ein bisschen auf. Ich verblende das auch hier außen mit in das Braun. Na, jetzt sieht man das Rosa halt auch nicht mehr so sehr, wobei man sieht es jetzt quasi oben dann noch so ein bisschen, ne? Wahrscheinlich ist es nicht so gedacht, dass man alle Töne gleichzeitig verwendet. Ich schaue jetzt mal, wie das aussieht, wenn ich dieses Goldtönchen hier mir in den Innenwinkel gebe. Ich versuche jetzt auch die Pinsel weiter zu verwenden, die ich hier habe, ne? Was soll ich da jetzt irgendwie noch ein bisschen rumfuhrwerken? Oh ja, der ist schön. Der macht schon was her. Ist jetzt alles nicht Bam in your face. Ist alles eher subtil. Aber im Großen und Ganzen ist es ganz süß, ne? Ja, man muss jetzt gucken, wie es noch mit Eyeliner und mit Mascara wird, weil das ist ja auch immer noch so eine abgefahrene Kiste. Und ich habe jetzt auch keinen Glitterglue verwendet, einfach um zu schauen, wie die Palette so von alleine performt. Solide, würde ich jetzt mal so sagen. Ob diese Farbkonstellation jetzt so super genial ist und man die unbedingt so braucht, keine Ahnung. Ich kann mir vorstellen, dass man sehr, 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 sehr simpel einfach eine von den Schimmertönen oder einen von den Schimmertönen immer so auf dem beweglichen Lid tragen kann. Vielleicht mit dem Dunkelbraun etwas am unteren Wimpernkranz und außen abdunkeln. Und dann hast du halt einen normalen Alltagslook, ne? Als Eyeliner habe ich jetzt einfach den verwendet, den ich aktuell in Anwendung habe. Das ist von Banana Beauty, der Basic Bitch Eyeliner. Den mag ich ganz gerne. Hatte ich noch da. Auch das Setting Spray ist hier von Anastasia, ne? Das TUI Set in der kleinen Variante. Machen wir das Ganze halt noch glänzender. Aber die Base sieht fantastisch aus. Gar keine Frage, ne? Okay, die Wimpern werden gebogen. Ich habe mir jetzt nicht die Chantecaille Mascara nochmal gekauft. Ich habe euch hier mal ein Short gedreht, wo ich die in der Probe da hatte. Sie ist es nicht wert. Sie ist schön, aber sie ist es nicht wert. Ich verwende jetzt hier etwas, die es wert ist, von L'Oreal, die Panorama Mascara. Mhm. Und so sehen wir dann den Augenlook in seiner Vollendung. Also, wie gesagt, es ist jetzt nicht so, dass man diese Töne nicht schon mal irgendwo da gehabt hätte. Aber es sieht schön aus und ich finde auch, dass meine Base gesund und gut aussieht. Aber es ist jetzt nicht so unbedingt, dass man sagt, Mensch, ne, das ist jetzt ein absolutes, muss ich unbedingt haben. Es sei denn, man fährt jetzt gerade tierisch drauf ab und sagt, ich habe das Geld über, ich möchte mir das holen. Ne? Ich habe jetzt, wie gesagt, einfach meine normalen Produkte dann drüber gegeben, um das fertigzustellen. Jetzt fehlen noch die Lippen. Da habe ich mir jetzt aus dieser Pferdereihe was geholt. Ich habe ja damals auch selber geritten, deswegen fand ich das auch sehr, sehr cool, dass die da halt ja, so eine Horse Edition jetzt haben. Laurel ist da die Farbbezeichnung. Und ja, das ist halt einfach so ein richtig schöner My Lips But Better Ton, den ich sehr gerne mag. Also auch ein bisschen kühler unterwegs. Und auch da, ne, das ist jetzt keine super abgefahrene Farbe, die man jetzt noch nie gesehen hätte. Die gibt es auch in der Drogerie, gar keine Frage. Ich finde, es fühlt sich ganz schön an. Es passt auch richtig gut zum Augenlook und ich finde, dass das, was ich jetzt so im Gesicht habe, auch vollkommen schön aussieht. Ich fühle mich wohl damit. Ich weiß ich nicht, kann so auf jeden Fall den Tag verbringen. Ich bin heute auf den Geburtstag eingeladen von meiner Schwägerin.
Ja, hier muss ich gleich noch ein bisschen meine Haare kämmen. Da ist noch das Haaröl noch nicht ganz trocken. Aber das ist jetzt einmal der fertige Look mit den Chantecaille-Produkten. Sieht man da jetzt einen exorbitant krassen Unterschied zu dem, wie ich mich normalerweise schminke? Nö. Fühle ich mich wohl mit dem Look? Ja. Sollte jeder machen, was er will? Auf jeden Fall. Gar keine Frage. Ich kann euch einfach nur ans Herz legen, dass man vielleicht das ein oder andere Produkt zweckentfremdet, sich vielleicht auch mal umschaut, ob es irgendwo als Set sowas gibt, ne, dass man da auch irgendwie was günstiger bekommt oder, keine Ahnung, irgendwie als Goodie dann halt zum Beispiel diese Cremes mit dazu bekommt, dass man halt wenigstens ein bisschen diesen ich kriege irgendwie was dazu Effekt bekommt. Oder, wie gesagt, wenn ihr dann halt ein Produkt seht, was krass reduziert ist, guckt einfach mal, was ist das für ein Produkt, so wie ich hier gerade Glück hatte mit dem, ne, Bronzer quasi, eigentlich Puder, dann hat man da einfach für, ich glaube, die Hälfte des Geldes ein Produkt, was als Bronzer schön funktioniert. Ich finde auch, dass meine Base sich einfach gesund anfühlt, gesund aussieht. Und so werde ich auf jeden Fall den Tag verbringen. Ich hoffe, dass ich euch einfach ein bisschen unterhalten konnte und ihr hier Freude hattet beim Zusehen. Wenn dem so ist, dann wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.